Video zeige ich euch im Schnelldurchlauf alle Bücher, die ich 2019 gelesen habe. Ich werde dabei nicht auf den Inhalt eingehen, das könnt ihr in den jeweiligen Lesemonaten gern nachschauen. Und auch meine Meinung werde ich euch nicht sagen, auch das ist in den Lesemonaten. Viele Bücher muss ich einblenden, da ich sie einfach nicht mehr hier zu Hause habe, aber ich wollte euch trotzdem alle Bücher einmal zeigen. Und genau, ein extra Highlight und ein Flop-Video wird es auf jeden Fall noch geben. Aber diese Bücher sind hier auch enthalten, das heißt, ihr werdet sie doppelt sehen. Da es aber hier jetzt keine Meinung sozusagen von mir gibt, ist es dann gar nicht so schlimm. Und ich würde sagen, wir fangen an. Es waren nämlich 83 Bücher. Der Kindersammler von Sabine Tiesler. Dangerous Visions von April and Pike. Saving Grace von B.A. Paris. Die Stadt der besonderen Kinder von Ransom Wicks. Illumine von Amy Kaufman und Jay Kristoff. Gefrorener Schrei von Tana French. You, du wirst mich lieben von Carolyn Kapnis. Abgeschlagen von Michael Zuckers. Die ewigen Toten von Simon Beckett. Those Girls von Chevy Stevens. Belladonna von Karin Slaughter. Love Letters to the Dead von Ava DeLyra. Heimweh von Mark Rabe. Vox von Christina Dalcher. Gangster Blues von Joe Bausch. Das letzte Mädchen von David Fürth. Zerschunden von Michael Zuckers. Kalte Stille von Wolf Dorn. Lazarus von Lars Kepler. Dunkler Wahn von Wolf Dorn. Postmortem Herzen aus Wut von Mark Roderick. Wake von Lisa McMahon. Dream von Lisa McMahon. Ich bin der Hass von Ethan Kors. Sleep von Lisa McMahon. Lockwood & Co. Die seufzende Wendeltreppe von Jonathan Stroud. Ich bin die Rache von Ethan Kors. Rachesommer von Andreas Gruber. Liebeskind von Romy Hausmann. Lockwood & Co. Der wispernde Schädel von Jonathan Stroud. Verheißung von Jussi Adler Olsen. Lockwood & Co. Die raunende Maske von Jonathan Stroud. Trigger von Wolf Dorn. Lockwood & Co. Das flammende Phantom von Jonathan Stroud. Crystal Lake, Diagnose Liebe von Annabelle Nolan. Glück ist meine Lieblingsfarbe von Christina Günack. Dry von Neil und Jared Schusterman. Rache Herbst von Andreas Gruber. Mein von Miriam Brixton. 5 von Ursula Poznanski. Nemesis von Gillian Hoffman. Das Haus der Mädchen von Andreas Winkelmann. Du stirbst nicht allein von Tammy Cohen. Der Pakt von Michelle Richmond. Lockwood & Co. Das grauenvolle Grab von Jonathan Stroud. Kalte Wasser von Melanie Golding. Der Stalker von Tania Carver. Der Junge von Alex Dahl. Lieblingskind von C.J. Tudor. Du bist in meiner Hand von Mary Higgins Clark. Sommerfalle von Deborah Chapperton. Vergebung von Stieg Larsson. 21 Dunkle Begleiter von Wolf Dorn. Solange sie tanzen von Barbara Lekiewski. Ohne Spur von Helen Beck. Nie wirst du entkommen von Karen Rose. Er will sie sterben sehen von Carmen Mola. Nur zu deinem Schutz von Harlem Coben. Todeswunsch von Michael Robinson. Drosselbrut von Andreas Gößling. Das Reich der sieben Höfe, Frost und Mondlicht von Sarah J. Maas. Zimmer 19 von Mark Rabe. Wir sind dann wohl die Angehörigen von Johann Scherer. Die Reinheit des Todes von Vincent Leach. Es war einmal von den Gebrüdern Grimm. Das Spiel von Stephen King. Dark Matter von Blake Crouch. Rotkäppchens Traum von Max Bento. Auris von Vincent Leach. Phobia von Wolf Dorn. Der Keller von Sabine Tiesler. Gone Girl von Gillian Flynn. Zerbrochen von Michael Zuckers. Der Totschläger von Chris Carter. Dornenmädchen von Karen Rose. Rapunzel Main von Lars Schütz. Todesfrist von Andreas Gruber. Schattenblume von Karin Slaughter. No Exit von Taylor Adams. Die Frauen von Löwenhof von Corinna Bohmann. Kassadim von Julia Dippel. Lametta Lichter Leichenschmaus. Und Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Das waren jetzt alle 83 Bücher, die ich in diesem Jahr gelesen habe. In 2 Tagen wird es ein Video geben zu meinen Jahresstatistiken, wo ihr noch ein paar mehr Zahlen bekommt, außer diese 83 Bücher. Und da werde ich dann auch noch ein paar Vorsätze mir fürs neue Jahr machen, beziehungsweise werde ich euch sie sagen. Und genau, ich würde sagen, das war's für dieses Video schon wieder und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Video auch wieder mit dabei seid. Ciao!